Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geehrte Geschwister im Islam, eine gesegnete Reihe über die Reise in das Jenseits. Alles, was nach dem Tod passiert, bis zum Eintritt in das Paradies oder in das Höllenfeuer, das ist die gesegnete Reihe, die wir mit eurer geehrten Anwesenheit seit geraumer Zeit hier durchführen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns nur als Muslime leben und sterben lässt. Allahumma amin. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Und wir haben das letzte Mal über Al-Qantara gesprochen, über die Brücke, wo diejenigen einander gegenüberstehen werden, die sich einander gegenüber Unrecht gemacht haben. Und diese Qantara kam unmittelbar nach dem Sirat, liebe Geschwister. Und natürlich, die Geschehnisse am Tage der Auferstehung, sie haben ein Tartib, eine Reihenfolge. Das heißt, bestimmte Sachen kommen erst nach anderen Sachen. Das wird nicht ein Tag sein, wo alles auf einmal hereinbricht, sondern es gibt eine Reihenfolge, wo bestimmte Sachen hintereinander passieren werden. Aber der Tag, an dem diese Ereignisse passieren, dauert 50.000 Jahre. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. An einem Tag, der 50.000 Jahre andauert. Das ist ein Beweis aus dem Koran Al-Karim und wir nehmen ihn so, wie er steht. Bedeutet, o Diener Allahs, das ist ein gewaltiger Tag, auf den wir uns vorbereiten müssen. Und heute, bi'idhnillah al-Samir al-Alim, werden wir über Al-Hawm sprechen. Ein gewaltiges Ereignis, wo manche Gelehrte gesagt haben, das kommt erst nach dem Sirat. Und richtig ist, das kommt vor dem Sirat, dieses Ereignis. Was ist Al-Hawm? Die Menschen werden aus ihren Gräbern herauskommen. Und sie werden ein gewaltiges Ereignis erleben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sonne heruntersenken lässt über die Köpfe der Menschen. Das heißt, sie verbleiben in einem Zustand, wo die Sonne ein paar gezählte Zentimeter über ihre Köpfe sein wird. Allah azza wa jal hat dieses für diejenigen vorbereitet, die er nicht liebt. Und die ihm gegenüber nicht gehorsam waren. Und mit denen er nicht zufrieden war, diese Leute werden unter der Sonne stehen müssen. Wie lange? 50.000 Jahre. تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل. Die Sonne wird am Tage der Auferstehung eine Meile, bedeutet ein paar gezählte Meter, über den Köpfen der Leute sein. Und sie werden verharren in diesem Zustand. Weder können sie sich hinsetzen, noch können sie sich ausruhen, noch können sie von irgendwo Kühlung erwarten. Allah bestraft sie mit diesem Ereignis, subhanahu wa ta'ala, für das, was sie an üblen Taten in dieser Welt gemacht haben. Und diese Leute werden gewaltige Tage erleben, schwere Tage erleben. Wer kann das aushalten, wenn wir doch flüchten, wenn es heiße Tage gibt und wir flüchten vor der Hitze? Was denkst du, was passieren wird an einem Tag, wo die Sonne nur ein paar gezählte Zentimeter über deinen Kopf sein wird? Wo willst du hinflüchten? Und Allah Azza wa Jal wird die Hitze noch heißer machen, wie es in dieser Überlieferung heißt. Die Hitze wird noch so und so viel angefacht von der Sonne, damit sie dieses richtig spüren. Und an diesem Tag sind die Menschen durcheinander. Sie haben gewaltige Ereignisse zu erleben und an diesem Tag werden sie sehr, sehr durstig sein. So wird es ein Haupt geben, ein Wasserbecken, zu dem die Leute flüchten, um von dort Wasser zu trinken. Subhanallah, liebe Geschwister, wenn ihr überlegt, wie durstig eine Person an diesem Tag sein muss und wie durstig Allah ihn machen wird, so dass sein einziger Wunsch es sein wird, von diesem Wasser zu trinken. Und so berichtet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَتَسْدَحِمَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى الْحَوْضِ. Meine Ummah
wird gegenseitig einander drängen, um zum Haupt, zum Wasserbecken zu gelangen. Und er sagte, ist die Hama Ibilin Waradat Lichans. Sie werden so einander drängen, so einander wegschieben und sich zu dem Wasserbecken begeben und sie werden den Durst verspüren wie ein Kamel, der 4 ganze Tage nichts getrunken hat und erst am 5. Tag zur Tränke geführt wird. Das heißt, die Möglichkeit bekommt, etwas zu trinken. Was denkst du, wie wird das Kamel trinken am 5. Tag? So ein Durst werden die Menschen verspüren. Und sie werden es begehren zu trinken, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits sich dort schon an diesem Wasserbecken befunden hat. Und so berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam über dieses Ereignis, liebe Geschwister. Er sagt, höre zu, Haudi Masiratu Shahri. Mein Haud, mein Wasserbecken wird so gewaltig groß sein wie die Reiseentfernung von einem Monat. Wie die Entfernung einer Reise von einem Monat. Allahu Akbar. Das ist ein gewaltiges Becken. Und er beschreibt dann das Wasser, was in diesem Wasserbecken enthalten ist. Er sagt, Ma'uhu, höre zu, um dir zu beschreiben, wie begehrlich das Wasser ist. Vor allen Dingen, nachdem die Leute am 5. Tag erst etwas trinken werden. Ma'uhu abyadu min al-lab. Das Wasser in diesem Wasserbecken ist weißer als die Milch. Wa ahla min al-asal. Und es ist süßer als der süßeste Honig. Und in einer Überlieferung, wa abradu min al-thalj. Und es ist kühler als das Eis. Allahu Akbar, an diesem Tag, wo die Leute durstig sein werden, wie begehrlich wird es sein für sie, von diesem kühlen, reinen Wasser zu trinken. Und dann sagte er, wa rihuhu atyabu min al-misk. Und der Geruch von diesem Wasser ist schöner als der schönste Duft von Misk. Allahu Akbar. Aber wie werden die Leute daraus trinken? Es werden so viele Leute da sein. Werden sie reinspringen, um etwas zu trinken? Er sagt, Kizanuhu kanajumis sama. Und sie werden so viele Trinkgefäße vorfinden in diesem Wasserbecken, wie die Anzahl der Sterne. Wie die Anzahl der Sterne. Hast du einmal in einer dunklen Nacht gesehen, wie viele Sterne existieren? So viele Trinkgefäße werden in diesem Wasserbecken sein. Und er sagte, alayhi salatu wassalam, hier min dhahabin wa fidda min warq. Min warq, yani min fidda. Diese Trinkgefäße sind aus Gold und aus Silber. Daraus trinken diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden war. Man shariba minhu. Derjenige, der von diesem Wasserbecken trinkt, so wird er nie wieder danach durstig sein. Das wird der ausreichendste Schluck an Wasser sein, den er jemals in seinem Leben bekommen hat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ha'ula ya rabbal alamin. So werden sie trinken von diesem Wasserbecken. Und dieses Wasser, sollt ihr wissen, hat einen Ursprung. So sagte Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu Allah, yuftahu, das bedeutet, es wird geöffnet. Von wo wird es geöffnet? Höre zu, o Diener Allahs, yuftahu naharul kawthar. Es wird der Fluss Kawthar geöffnet. Geöffnet bedeutet, von dort stammt das Wasser für den Haut. Von dort, von Al-Kawthar. Al-Kawthar ist eine Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einzig und allein gegeben hat. Das wird er im Paradies haben, einen wunderschönen Fluss. Er heißt Al-Kawthar. Wie wir auch lesen in der Sura, inna a'tainaka al-Kawthar. Dieser Kawthar ist ein Fluss vom Paradies. Aber wir sind noch gar nicht im Paradies. Dieses Wasser wird ursprünglich von Al-Kawthar zugeführt. Höre? So sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, yuftahu naharul kawthar ila al-hawd. Das Wasser wird hereinströmen von dem Fluss im Paradies. Allahu Akbar.
von dem Fluss im Paradies. Du hast das schönste, begehrlichste Wasser, was du trinken wirst, o Diener Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wird auf seine Umma warten. Er wird sie dort empfangen am Fluss. Und er sagt, inni faratukum ala al-hawd. Ich werde euch zuvorkommen, ich werde schon dort warten auf euch an diesem Wasserbecken. Und dann sagte er, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Ich werde dort Völker begegnen, Völker antreffen, die ich kenne und die mich kennen. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Daraufhin wird aber zwischen uns getrennt. Es kommen Leute, die ebenfalls von diesem Wasserbecken trinken wollen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist schon da, er ist bereit, diesen Leuten zu trinken zu geben. Er sagt, aber dann werden sie irgendwie abgehalten. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Zwischen uns wird dann sozusagen ein Keil geschoben. Ich komme nicht an sie heran und sie kommen nicht an mich heran. So sagt er, alayhi salatu wassalam, innahu minni. Sie gehören zu mir. Warum hält ihr sie ab, von diesem Wasserbecken, von meinem Al-Haut zu trinken? Dann sagen sie, fayuqal, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben, ja Rasulullah. Sie gehören nicht zu dir. Sie sind zwar in deiner Umma, aber sie haben mit dir nichts zu tun. Was sagt der Barmherzigste aller Menschen, dessen Barmherzigkeit niemals mit dem Verstand zu begreifen ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch so erschaffen hat und ihm diese Gnade der Barmherzigkeit gegeben hat? Wird er sagen, lass sie trotzdem zu mir an das Wasserbecken heran. Lass sie trotzdem etwas trinken. Sie sind durstig und sie haben schon viel erlebt. Er sagt, suhqan, suhqan, liman ghayyara ba'di. Weg mit diesen Leuten, die nach mir geändert haben. Ich liebe die Leute nicht, die nicht meiner Sunna gefolgt sind. Allahu Akbar. Dann werden die Leute abgehalten, von diesem Haut, von diesem Wasserbecken zu trinken. Überlege, o Diener Allahs, wer sind diese Leute, die abgehalten werden von den Händen des gesegneten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu trinken? Und er ist derjenige, der immer versucht hat, alles für seine Umma zu machen. Er hat ständig Dua für seine Umma gemacht. Er hat es ständig begehrt, dass diese Umma seiner Rechtleitung folgen. An diesem Tag sagt er, suhqan, suhqan, weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Das sind diejenigen, die Al-Murtadun sind, die den Islam verlassen haben. Möge Allah uns davor bewahren. Das sind diejenigen, die, wal-iyadu billah, nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam geliebt haben, sondern sie haben Neues in die Religion eingeführt. Neues. Dinge, die unsere Religion nicht kannte. Wenn du ihn gefragt hast, was ist dir wichtiger? Die Rechtleitung vom Gesandten Allahs, derjenige, der von Allah berufen wurde, dass er der Menschheit zeigt, wie Allah Azza wa Jal angebetet werden möchte, möchtest du seiner Rechtleitung folgen oder lieber deiner Tradition, deiner Kultur? So sagt er, lieber meiner Tradition und meiner Kultur. Ich sage dir, an diesem Tag wirst du mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nichts zu tun haben. Und wal-iyadu billah, wir haben diese Leute. Wir haben sie, wir erklären ihm, was die Religion ist. Er sagte, in meiner Tradition ist so. Ich bin Araber, ich bin Türke, ich bin Kurde, ich bin Albaner. Ja, Achi, eine Frage. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir Nationalität beigebracht? Oder hat er dir beigebracht, wie du deine Religion richtig praktizieren sollst? Und wallahi, es gibt diese Leute, die die Krankheit im Herzen haben, ihre Kultur und Tradition ist wichtiger als alles andere. Manche sagen dir, erst unsere Tradition und dann Allah. Der ist ein Käfer, der so etwas sagt. Weil Allah dich erschaffen hat und niemand anderes. Und er hat dir vorgegeben, wie du zu leben hast. Und seine Vorgabe, seine Maßgabe von Allah ist, dass du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein wunderschönes Beispiel vorgegeben worden. Warum?
Damit du einfach sagst, Rasulullah, und du klopfst dir auf deine Brust. Ist das die Befolgung? Die Befolgung, Achil Karim, ist, dass du lernst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah verstanden hat. Dass du lernst, wie das Gebet geht. Dass du lernst, wie das Fasten geht. Dass du lernst, wie du die Hajj vollziehst. Dass du lernst, wie du die Zakat und demnach alles nach der Sunna ausrichtest. Deine Tradition interessiert niemanden. Niemanden interessiert deine Tradition. Deine Kultur interessiert niemanden. Wenn es nichts gibt in der Religion, was dieses verbietet, kein Problem, lebe von deiner Tradition etwas aus. Aber wenn Allah und sein Gesandter eine Sache bestimmt haben, dann kommst du mir nicht und sagst, meine Tradition sagt. A'udhu billah. Wen interessiert deine Tradition? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ihr sollt eurer Tradition folgen? Kam er mit so einer Aussage? Niemals. Sondern er sagte, alaikum bi sunnati, folgt meiner Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. Aber nein, manche Leute, der möchte nur Bid'ah machen. Was ist Bid'ah? Bid'ah ist, dass die Leute etwas erneuert haben, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die gesamte Religion überbracht hat. Subhanallah, er überbringt die Religion. Er sagt zum Beispiel, mach im Gebet dieses und jenes. Der macht was anderes. Der hat eine andere Vorstellung, wie er die Religion praktiziert. Ja, die Absicht spielt eine Rolle. Das ist der Lieblingssatz der Irregehende. Und ich sage der Irregehende. Weil einer, der rechtgeleitet ist, wird dir sagen, wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Und er wird dir nicht sagen, ja, hauptsächlich meine Absicht, mich interessiert nicht, wie die Sunna ist. Allah azza wa jal sagt im Koran, höre zu. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr behauptet, ihr liebt Allah, dann folgt mir. Folgt dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Folgt ihm. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Hey Allah, heutzutage hast du Leute, die nennen sich Muslime, der sieht im Fernsehen einen Fußballstar. Oder er sieht im Fernsehen einen Rapper oder einen Sänger oder ich weiß nicht was. Dann sagt er, so möchte ich gerne werden. Du wirst an diesem Tag nichts zu trinken bekommen. Weil dein Vorbild war nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sondern dein Vorbild war ein Kafir, der im Höllenfeuer schmoren wird und du bist noch stolz darauf, diesem Kafir zu folgen. Möge Allah azza wa jalla unsere Herzen reinigen. Allahumma tahir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma thabbit ala al-imani qulubana. Aber so haben wir das in dieser Zeit, liebe Geschwister, derjenige, der etwas anderes folgt außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Leute sagen ihm, MashaAllah, MashaAllah sagen sie. Aber wenn du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgst, dann sagen sie dir, sei nicht so streng. Sei nicht so streng. Das sind Leute, sie werden nichts aus den Händen des gesegneten Propheten sallallahu alaihi wasallam zu trinken bekommen. Ja, mach die Leute hier zufrieden, wie du willst. Aber wisse, du hast dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts zu tun. Oder du sagst den Leuten, was richtig ist, ob sie es lieben oder nicht lieben, ob sie es akzeptieren oder nicht akzeptieren. Dafür wirst du aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an deiner Stelle haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur den Guten lernen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jedem Übel bewahren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wie wird Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Leute von der Umma erkennen? Denn ihr müsst euch vorstellen, es sind Milliarden, die an diesem Tag zum Wasserbecken kommen werden. Wie wird er sie erkennen, alaihi salatu wassalam? So wurde er gefragt von den edlen Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Kayfa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati? Wie wirst du diejenigen erkennen, o Gesandter Allahs, die nach dir gekommen sind? Eine berechtigte Frage. Weil er hat sie nicht gesehen, alayhi salatu wassalam. Er hat Abu Bakr gesehen, er hat Umar gesehen, er hat Uthman gesehen, Ali radiallahu anhum ajma'in. Aber die anderen hat er nicht gesehen. Wie wirst du sie erkennen? Wurde er gefragt, kayfa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik, ya Rasulallah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innahum ya'tuna yawm al-qiyam. Sie werden am Tage der Auferstehung kommen. Höre zu, wie er sie beschrieben hat, alayhi salatu wassalam. Diejenigen, wie er sie erkennen wird, obwohl er sie nie zuvor gesehen hat. Er sagte, Ruwan
muhajjalina min al-wudu. Ich werde sie daran erkennen, dass sie von ihren Körpergliedern, ihren ganzen Körpergliedern strahlen werden. Licht wird von ihren Körpergliedern kommen. Dieses, weil sie die Gebetswaschung vollzogen haben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ghurran muhajjalina min al-wudu. So wird der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dich erkennen, wenn du zu den Betenden gehört hast. Allahu Akbar. Hast du gebetet ohne den Anlass? Dein Herrn Allah azza wa jalla hast du ihn angebetet. Und wenn du ihn angebetet hast, dann frage ich dich, wirst du es nicht begehren an diesem Tag, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anzutreffen? Und du leuchtest von allen Seiten, deine Körperglieder leuchten. Und so wird Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dich erkennen. Und er wird dir sagen, genau du bist der Mann, den ich suche. Komm her zu mir. Und er wird dir von seinen gesegneten Händen zu trinken geben. Das ist der schönste Moment für einen Gläubigen, dass er seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam an diesem Platz vorfindet und dieser Gesandte ihn an diesem Tag auch ein Lächeln entgegenschenkt. Wie schön ist diese wunderschöne Gabe, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dir zulächelt und dir sagt, ich habe dich geliebt, obwohl ich dich nicht getroffen habe. Wie es in einer Überlieferung heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat begehrt, seine Brüder zu treffen. So sagten die Sahaba, wir sind doch deine Brüder, o Gesandter Allahs. Er sagte, nein, ihr seid meine Gefährten und meine Brüder sind aber diejenigen, die nach mir gekommen sind, die mich nicht kannten, aber meiner Sunna so gefolgt sind, als ob sie mich gekannt haben. Das sind die Gewinner, o Diener Allahs. Deswegen sagen unsere Gelehrten, kullu man ahdatha fid din, فَهُوَ عَنِ الْحَوْضِ مِنَ الْمَطْرُودِينَ. Jeder, der etwas Neues einführt in die Religion, so wird er von dem Wasserbecken zurückgeführt, so wird er von dem Wasserbecken abgetrennt und er wird nichts davon zu trinken. Möchtest du zu diesen Leuten gehören? Oder willst du, dass der Prophet sallallahu sich erkennt anhand deiner leuchtenden Körperteile, weil du auch Allah azza wa jalla angebeten hast? Und ich spreche nur zwei Wörter zu denjenigen, die nicht auf ihre Gebete achten. Willst du an diesem Tag gedemütigt werden, so dass nur Dunkles von dir erscheinen wird? Subhanallah. Er wird gucken, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wer ist da? Wer kommt zu mir? Wen kann ich bedienen? Allahu Akbar. Er gibt ihm von seiner Hand zu trinken. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, und er ist der beste Mensch. Und dann wird er herumgucken. Da leuchtet einer, aber da ist einer sehr, sehr dunkel. Und höre, was Allah azza wa jalla sagt. An diesem Tag wird es dunkle Gesichter geben und es wird helle Gesichter geben. So werden die Leute erkennbar sein am Tag der Auferstehung. An diesem Tag gibt es helle Gesichter und es gibt dunkle Gesichter. Und diejenigen, die dunkle Gesichter haben, Allah sagt, sie gehören zu den Leuten des Höllenfeuers. Ja, du bist ein Muslim. Du sollst in der Dunya strahlen. Und am Tage der Auferstehung sollst du glänzen, so dass Allah azza wa jalla dich mit jeder Faser deines Herzens, weil dein Herz für die Religion geschlagen hat, an diesem Tag ehren wird. Bist du nicht bereit, der Sunna zu folgen? Ja, Kareem, wenn ein Käfer etwas vormacht, dann bist du der Erste, der hinterherläuft. Du möchtest so sein wie Schauspieler, du möchtest so sein wie Sänger. Aber warum willst du nicht so sein wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Er ist doch der Gesandte Allahs, wenn du nicht Ashhadu an la ilaha illallah sagst und danach folgen lässt, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dann bist du kein Muslim. Das heißt, du musst Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnen, damit deine Shahada gültig ist. Was denkst du, wie die Stellung von dieser Person ist? Was denkst du, wie die Stellung von dieser Person ist? Ja, Achi, hast du verstanden, wer der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ist? Ich denke, viele wissen gar nicht, was sie sagen in diesem Glaubensbekenntnis. Er steht über alles. Wenn ich dich frage, wen liebst du mehr, dein Vater oder Rasulullah? Dann sagst du Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und niemand anderer. Du liebst deinen Vater, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist derjenige, den du am meisten liebst. Mehr als deine Familie, mehr als dein Vermögen. Sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Liebsten sind mir diejenigen, die sich wünschen würden,
mich zu sehen und dafür bereit wären, ihre Familie und ihr Vermögen herzugeben. Ja, Wallah, es gibt diese Leute. Er ist bereit, seine Familie herzugeben und sein Vermögen herzugeben, nur um einmal den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam zu sehen. Aber wie viele sind in dieser Umma von diesen Leuten? Wie viele Leute geben dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Beachtung? Nein, vielmehr sind es diejenigen, die sich über seine Sunna lustig machen und die nichts anderes zu tun haben, als zu sagen, sei nicht so streng, sei nicht so streng. Ich sage dir nur eins an diesem Tage, wir werden sehen, wer der Strenge ist am Wasserbecken. Ob du den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wirklich geliebt hast oder ob du zu den Irregehenden gehört hast, die nur sich selber eine Ausrede geben wollten, sei nicht so streng, damit du deinen Gelüsten weiterfolgen kannst und nicht das machst, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dir befohlen hat. Du wirst sehen an diesem Tage, wer richtig gelegen hat und wer falsch gelegen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von der Rechtleitung abirren lassen. Möge Allah azza wa jalla uns die Liebe zu seiner Sunna in unseren Herzen eingeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals den Irregehenden unter den Kuffar und unter den Heuchlern und unter den Abgeirrten folgen lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.